Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Cloud. Yo, im letzten Part haben wir das Dorf Muskalaka so weit aufgebaut, wie es uns möglich war. Kurz, wir haben drei Häuser hingestellt und drei Ereignisse gemacht. Befinden uns jetzt beim Abenteuertag 36 in der Nacht. Und außerdem haben wir einen fünften spielbaren Charakter bekommen und das ist Nilo. Oder wie er hier in den Game hieß, Ungaga. Hier haben wir wieder einen Hexenparfight oder Parfait, ach keine Ahnung was bekommen und einen frischen Donut. Und ich würde sagen, in diesem Part gehen wir auf in den Sonnen- und Mondtempel mal wieder. Und werden da... Der sieht schon richtig geil aus irgendwie. Und werden da jetzt weitermachen und so. Aber bevor wir das machen, Hexenparfait und frischer Donut. Wollen wir doch gleich mal vergeben. Jenna und ich. Läuft. Dann auf geht's hinein. Ich glaube, das waren jetzt 3 oder 4 Folgen, wie wir für den Tempel gebraucht haben. Ich glaube aber nur 3 sogar. Waren das 3? Nee, ich glaube 4 Folgen haben wir jetzt für den Tempel bisher gebraucht. Also wird der Rest jetzt auch noch, denke ich mal, 4 oder 5 Folgen dauern, dann hätten wir den Tempel auch schon fertig. Läuft doch. Schöne Zukunftsplanung für das Game. Ebene 9. Da gab es 2 Monster drinne, bis wir dann wegen irgend so einem schwarzen Schatten nicht weitergekommen sind, den wir jetzt, denke ich mal, mit Nilo wegbekommen sollten. Ich habe zwar keinen Plan wie, aber es sollte schon klappen. Sei mal her. Schwarzer Wind versperrt den Weg. Wenn wir ihn wegpusten könnten, kämen wir durch. Das sollte dann Nilo, denke ich mal, können. Alter, ist der groß. Ich war, vielleicht wird er von einem starken Wind vertrieben. Was denn für ein starker Wind jetzt? Achso, man muss gedrückt halten dafür, okay. Ja, läuft. So einfach geht's dann wohl. Und jetzt kommen wir unten weiter. Ja, wir kommen unten weiter. Dann auf zur nächsten Ebene. Huey! Scheiße, der ist aber wirklich groß. Der ist mindestens 2 Meter oder so. So, wir spielen mit Jenna, glaube ich, war es weiter. Jupp. Aber wir gehen erstmal hier oben rein. Die Ebene kennen wir ja schon. Warte, aber wir sollen es doch. Ja, ja, ich weiß. Läuft bei uns. So einfach geht's. Ah, hier hinten scheinen wir nicht weiterzukommen, ne? Ja, da benötigen wir einen Schlüssel. Also müssen wir doch in die andere Richtung. So mies. Wir wechseln wieder zu Jenna. Auf den großen Weg natürlich. Zwei Schläge und es ist down. Und wieso haben wir jetzt schon wieder Schaden bekommen? Kann es sein, dass die Explosion, die Dinger am Ende haben, Schaden macht? Das wäre schon etwas mies irgendwie. Und da ist eine große Kiste. Ist das ein Mima? Nein, das ist eine richtige große Kiste. Ja, geil. Ein Sandbrecher. Den kannst du in den anderen 1000 stecken, die wir haben. Und was ist das denn? Eine Düne. Die bewegt sich ziemlich ekelhaft. Die weicht meinen ganzen Angriffen aus. Das gefällt mir nicht. Ah, jetzt bleibt doch stehen. Ja, jetzt geht doch weg. Ja, jetzt benutzt auch noch so ein Gara-Sandschild, Alter. So, ist weg. Oh, block doch nicht. Jetzt geht er. Get wrecked!
So, wir müssen uns jetzt leider was zu trinken geben, denn hier unten befindet sich, wie wir sehen, keine Quelle. Sag mal her, der 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sie hat 6. Der hat 7, also bekommt sie 1. Sie hat auch 6, wie es aussieht. Und er hat 3. Der braucht bis zur 6, also 3. Dann bekommt sie 1, also 4. Und dann hat sie die 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Schöne Planung mit unseren ganzen tausenden Kürbisflaschen. Das ist für Jenna, aber der ist rot. Deswegen schätze ich mal, wir müssen mit Feuer draufhauen. Sollte jetzt kein Problem sein. Wir haben ja jedes Attribut. Geil. Einfach nur geil. Da ist der Steinschlüssel. Und hier ist noch ein Gegner. Der liegt gleich flach mal. Eine Bombe erhalten und dann geht's weiter darunter. Da wechseln wir jetzt noch schnell zu Toan. Nicht zu Nilo, sondern zu mir. Was haben wir hier drin? Totempfahl C. Okay. Das wird dann wie die Windmühlen sein in Nolun. Jetzt wechseln wir zu Terry. Alter, läuft! Wir sind schon so eine richtige Party geworden. 5 Chars haben wir schon. Es läuft bei uns. So, hier brauchen wir den Steinschlüssel. Und dann, na gut, guck mal erstmal, was hier ist. Siehst du mal, hier ist eine Kiste, die können wir mit Terry auch noch öffnen. Wir sehen Terry sowieso so seltenst. Ein Zauberkristall, passt. Und jetzt wechseln wir zu Jenna. Schon wieder so eine Düne. Die gehen mir auf die Eier, die Viecher. Ja, block noch mit deinem scheiß Garaschild. Och, geh doch weg. Und mein Aufenthalt ist voll. Geil. So, jetzt ist da allerdings das Problem. Was benötigen wir denn? Angriff, Zauberkraft, Donner, Untoten und Bestie. Gut, Zauberkraft haben wir. Wir sortieren erstmal. Gut, wir haben einen Angriff plus 3. Das ist schon mal gut. Untoten hätten wir 2. Haltbarkeit benötigen wir nicht. Wir haben aber noch eine Zauberkraft. Da stecken wir die Zauberkraft da rein. Ist nämlich 90. Und da können wir Untoten noch reinstecken. Donner haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja, passt noch. Untoten. Also stecken wir da so einen Untotenmann rein. Aufrüsten. Zauberkraft brauchen wir immer noch was. Donner und Untoten brauchen wir auch noch. Also es hat relativ überhaupt nichts funktioniert hier. Lassen wir trotzdem erstmal so. Wir müssen mal wieder in die hintere Ebene. Ja, natürlich hat er getroffen. Ah, wieso habe ich den jetzt angegriffen? Wir brauchen den ja gar nicht mehr. Wir können ja jetzt eigentlich nur zu mir wechseln und hier noch sämtliche Schätze holen und dann weggehen. Aber hier können wir uns noch heilen. Hier war also doch eine Quelle. Da hätte ich auch die Kürbisflasche nicht verschwenden brauchen. Zimmer. Da hat Zimmer dabei. Ja, geh weg. So, die Kiste da unten müssen wir noch holen und dann geht's auf in die nächste Ebene. Ein bestes Huhn ist auch nicht schlecht. Und auf in Ebene 11.
Mein Gefühl sagt mir, dass das eine eingeschränkte Zone sein wird. Hätte ja sein können. So, wir gehen so wie immer erst hier lang. Einsiedlerkrebs. Okay. Ich hätte ja eher an so eine Art Skorpion oder sowas gedacht. Oh, doch an keinen Krebs. Wie kommen die auf Krebs? Ein Gion. Nee, Batan. Gion war der Krebs. So, hier können wir uns wieder heilen. Da haben wir anscheinend wieder eine Truhe übersehen. Oh, geh doch weg. Die Dinger nerven. Nice. So, hier müssen wir, denke ich mal, mit Milo den Wind wieder wegwehen. Gedrückt halten war das. Lol, voll so ein Tornado. Jetzt haben wir sogar unseren persönlichen Ventilator im Team. Passt ja, wenn es mal zu heiß wird oder so. Und ich meine, hey, mit mir im Team ist es immer zu heiß. Der auch weg. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war, den Weg hier zu gehen. Es sieht für mich auf eine gewisse Art und Weise leicht richtig aus. Lol. Habe ich einfach mal so, ohne dass ich überhaupt was gesehen habe, beziehungsweise es geplant habe, so eine Mime geöffnet. Läuft bei mir. 257 Schaden. Alter, chill dein Leben. Jenna geht ja mal übelst ab. Und natürlich, hier ist der Ausgang. Müssen wir da hinten nochmal lang gehen. Aber scheiß die Wand, dann geht die ab. Läuft bei ihr. 267 Schaden, Alter. Chill mal dein Leben. So, befindet sich hier noch was? Bis jetzt nicht. Da öffnen wir die ganzen Truhen. Kann ja sein, dass da noch eine Mime drin ist. Ein Zauberkristall. Fein. Eine Bombe. Auch nicht übel. Und eine Mime, das war mir doch klar. Jetzt weiß doch nicht aus. Och, geht doch weg. So, und wechsel zu mir. Mini-Totempfahl, mal wieder. Dann öffnen wir da hinten noch die Truhe. Das wird schon kein Mime sein. Laufen noch kurz davor vor die Wand. Ja, natürlich ist das ein Mime. Na gut, der hat wenigstens Schiefertafel. So, dann können wir jetzt eigentlich in meinem Modus bleiben und noch die ganzen restlichen Adlamias und Kisten öffnen. Totempfahl Kopf 2. Laufen wieder vorne Wand. Da ist der Ausgang. Gut, wir gehen erstmal in die Richtung. Transfeder ging kaputt mal wieder. Transfeder. Okay, hier sind Kisten. Eine Karte. Huey. Ein Meme. Huey. Kälte, okay. Und ein Meme, hooray. Das sieht nur aus wie ein Trans-Atlamia.
dies und das, schon Wetter. Gibt's schon wieder so eine Victoria Bitch hier. Mini-Totempfahl, mal wieder. So, da ist noch eine Kiste und noch ein Adlami, ja. War klar, dass das ein Mime ist. Auf in die nächste Ebene, würde ich sagen. Baum, Baum. Tschick, 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 wah. Gibt's anscheinend noch eine Oase dann. So, Königsschiefer, wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Königsschiefer, ja, auf in die nächste Ebene. Zur nächsten Ebene. Siehst du mal, ich habe die eingeschränkte Zone in meinen Morgenurin gespürt. Ich wusste, dass hier eine ist. War nur eine Ebene zu früh dran. Oh, die Kisten, die gehen einem auf die Eier, die sieht man nicht. Eine Karte, geil. Wir sind richtig gelaufen, super. Diese Kisten erkennt doch keiner. Was sind das für beschissene Kisten? Sowas geht doch nicht. Ein Fluchtpulver, cool. Alter, das war mies. Das war mies. Monster voller Energie, ja, fick dich doch. Komm, komm, ja genau, die volle Energie geht nämlich schnell weg. Einen Angriff kann ich noch schnell bringen. Der hat sogar getroffen. Läuft bei mir. So, jetzt repariere ich mal. Okay, das war cool. Ich bin voll der Sniper, ey. Ey, jetzt, der hat doch getroffen, ne? Geh doch sterben. Durstgrenze erreicht. Ich erkenne hier auf der Map jetzt kein Dings hier. Und so, versteht er? Deshalb. Die haben alle jetzt 7. Bis auf sie. Also, ja. Der benötigt für die 6 3. Dann bekommt sie noch ein viertes. Dann ist das 5, 6, 7, 8. Also bekommt der das 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist Jenna die erste mit 8 DP Durstpunkten. Oder FP, Flüssigkeitspumpen. Wieso habe ich jetzt auf mich gewechselt? Ich muss ja doch mit Terry rüber. Und hier hinten bin ich dann mit Jenna unterwegs. Wegen den Monstern und so. Und ich denke mal, hier gibt es Monster. Oder auch nicht. Das ist also einfach nur eine... Gut, Schatzkammer würde ich das jetzt auch nicht nennen. Das ist nur ein Adlamilla drinne. Ein besonderes Adlamilla, versteckt wie so ein Drachenei. Totos Haus. Toto, das war doch auch so ein One-Piece-Char. Toto, wer war ein Toto? War Toto nicht hier aus Alabaster-Art, die Skelette? Der auch so halb tot war. Ja, da war doch was. Das ist also die Stadt der One-Piece-Chars. Die haben Burg und Toto und beide sehen aus wie eine Leiche. Ach nein. Was zum... Wie lange soll denn das noch halten mit den Monstern sind voller Energie? Empfinde ich jetzt nicht unbedingt als so schön. Alter, du mieses Ding, du. Einfach nur du mieses Ding, du. Einfach nur ein mieses Ding, ey. Gosuke. Den haben wir von Brook, irgendein Golem, oder? Keine Ahnung. Toto. Können wir ja dann sehen, wer Toto war.
So, wieder Wechsel zu Jenna. Schön, der hat getroffen. Obwohl der in so einen Zickzack lädt. Nee, laufen ist das nicht. Aufenthalt von Göttinnenring ist voll. Das geht aber schnell. Ja, jetzt ist das Problem aber. Was benötigt er denn jetzt wieder? Angriff, Zauberkraft, Donner, Untoten und Bestie. Hab ich da jetzt was? Untoten haben wir. Hier haben wir nur Haltbarkeit, das braucht er nicht. Angriff haben wir... Haltbarkeit, das braucht er nicht. Wir haben nichts mehr für Jenna. Gut, dann gehen wir jetzt wieder mit Moiro weiter. Mit Nilo werde ich für den Anfang noch nicht kämpfen. Wir wechseln zu Nilo und kämpfen mit ihm. Nee, mit Nilo werde ich für den Anfang noch nicht kämpfen, weil der hat bisher noch eine richtig beschissene Waffe, nämlich die Ausgangswaffe. Und die ist normalerweise am schlechtesten, bis auf dieses hässliche Küchenmesser, was ich für mich hatte. Wer erfindet denn so einen Krotz? Das geht doch nicht. Deswegen werden wir jetzt mit Moiro weiterkämpfen. Das ist ja neben Jenna mit der stärkste aller Chars hier. Ey, die Kisten gehen einen so auf die Eier, ey. Ja, kennt doch kein Schwein. Da greife ich auch gern gegen sowas. Obwohl, der hat jetzt doch ein bisschen... Der scheint mehr Leben zu haben. 178 Schaden. Alter, Moiro und Jenna sind voll die overpowerten Mega-Bros hier. So, ein bisschen Wind. Das benötigen wir leider aber auch nicht. Den Steinschlüssel hatten wir, genau. Das ist für mich. Gibt es hier noch eine normale Truhe oder so? Eine große Truhe, das ist ein Mime. Ja, war ja klar. Irgendwann kommen nämlich die großen Mime und ich schätze mal, dass wir mehr Glück auf ein Mime hätten, anstatt auf eine richtige große Truhe. So viel Glück haben wir ja nicht, obwohl wir jetzt schon sehr, 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 sehr viele große Truhen in den Arsch geschoben bekommen haben. Tonnenpfahl, Kopf 3. So, hier ist noch ein Atlamia und da oben ist noch ein Atlamia und eine Kiste. Häuptling Bonker. Bonker, Bonker, Und dann holen wir uns noch da hinten die Kiste und dann geht's auf in die nächste Ebene. Totenfall Kopf 3, haben wir das nicht eben schon bekommen? Das ist eine richtige große Kiste, läuft, Giftfalle. Und sogar richtig, was bekommen wir? Ein Kracheracher-Schuss. Okay, cool. Das ist jetzt schon der dritte Kracheracher-Schuss für Terry. Ist nicht schlecht. Ja? Hat Terry jetzt einen dritten Kracherschuss? Läuft bei hier. So, auf in die nächste Ebene. Königsschiefer, das sollte irgendwo ganz unten sein. Hier hammern. Und auf geht's. Oh, aber ich würde sagen, erst in der nächsten Folge, denn ich beende den Part jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche mir wie immer ein paar Kommis, Abos und Likes von euch und wünsche euch allen noch ein zuckersüßes Tüte.